Ich kann hier Saphire verkaufen, wenn ich denn welche hätte. Wo kriege ich denn jetzt mal Beretta her? Ich habe den Leiter gefragt, wie ich zur Siedlung Trikida komme. Er hat mir gesagt, dass in diesem Moment es nicht möglich ist. Die Piraten haben nämlich alle Königs- und Handelsschiffe zerstört. Leider sind die Inseln vom Festland abgeschnitten. Deswegen sind es Inseln, sonst würden sie zum Festland gehören. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Wo ging es hier nochmal hin? Ach, da waren wir noch gar nicht. Aber hier gibt es noch ungefähr 3 Milliarden mehr Schlangen. Okay. Ich verstehe, wir brauchen ein Schild. Okay. Na, ich gehe hier einfach mal wieder raus. Auch diese Frau verkauft keine Bretter. Bedauerlich. Der Hafenleiter deutet an, dass es doch eine Möglichkeit gäbe, sich zur Siedlung Trikida überzusegeln. Die Einzelheiten erzählt er mir allerdings erst, wenn ich bezahle. Angeblich sind die Zeiten schlecht. Wie viel Gold haben wir denn? Ja, okay. Machen wir mal. Der Leiter hat den Beutel voll mit Goldmünzen gehoben und mir gesagt, dass ich nur eine Möglichkeit habe, zu den umliegenden Inseln zu gelangen. Ich muss mir ein eigenes Schiff bauen. Danke, auf die Idee wäre ich auch ohne die 100 Gold auszugeben gekommen. Der Hafenleiter ist bereit, mir mit dem Bau des Schiffes zu helfen. Bis ich anfange, muss ich mir eine amtliche Genehmigung direkt vom König holen. Holy shit. Okay. Und trotzdem hätte ich jetzt ganz gern erstmal irgendwo Herr Bretter. Nee. Auch du verkaufst keine Bretter. Das ist natürlich alles sehr bedauerlich. Verkauft dir denn niemand Bretter? Ich brauche doch nur etwas Holz. Stehen bleiben! Wo willst du hin? Zum König kann nicht einfach so jeder. Der Wachmann lässt mich nicht zum König durch. Bis ich nicht ausreichend vertrauenswürdig bin, zumindest. Tolle Wurst. Ja, irgendwie hilft mir das alles nicht weiter, ne? Was geht denn hier noch so ab? Auf der Bank bei der Kirche sitzt eine junge Frau, Felicia. Ich habe bemerkt, dass sie weint, deswegen habe ich sie angesprochen. Sie hat angefangen, über ihre Qual zu erzählen. Ich habe einen großen Fehler gemacht und jetzt leide ich wegen der Liebe. Felicia hat sich in einen Jüngling namens Earl verliebt, der am östlichen Tor wohnt. Er ist aus einer reichen Familie. Felicia ist aber nur ein einfaches Dienstmädchen. Oh, das klingt irgendwie nach Romeo und Julia. Ich habe ihn angelogen. Ich habe Kleider meiner Gattin angezogen, damit ich hübscher bin und reicher aussehe. Earl dachte, dass Felicia aus einer reichen Familie ist. Und weil sie sich ins Auge gefallen sind, haben sie angefangen, sich zu treffen. Aus ihrer Beziehung wurde eine große Liebe, wobei Earl nicht wusste, dass Felicia nur ein Dienstmädchen ist. Ich wollte ihm sagen, aber er hatte große Angst, dass... Aber ich hatte große Angst, dass ich ihn verliere. Eines Tages sah Earl sie in Kleidern eines Dienstmädchens, wie sie das Haus ihrer Gattin putzt. Er hat die Herkunft von Felicia mitbekommen und wurde sauer. Offenbar dachte er, dass Felicia ihn nur wegen des Reichtums heiraten wollte. Seitdem schaute er mich nicht einmal an, aber ich liebe ihn wirklich. Eine echt traurige Geschichte. Vielleicht sollte ich Earl finden und mit ihm reden. Vielleicht kann die junge Frau aber auch einfach ihren Arsch selber dahin schwingen und ihm alles erklären. Aber ich glaube, das wird nichts. Wo wohnt er? Am östlichen Tor? Am westlichen Tor? Ich hab's vergessen. Wir gucken erst nochmal hier weiter. Holy shit. Ach, guck mal. Wen haben wir denn hier? Einen Waffenschmied. Du willst doch garantiert Almosen haben, oder? Nee. Scheiß Bettelmönche. Eine Suppe. Junge. Was ist los mit dir? Super, Alter. Wo ich hier überall hinlatschen kann, ne?
Humbert, der Jäger, wollte seinem Sohn zeigen, wie man nach Vogeleiern Ausschau hält. Aber in der Zwischenzeit ist sein Sohn irgendwo hingewandert. Er ist ein sehr neugieriger Junge. Humbert hat mich gebeten, seinen Sohn zu finden. Alter, diese Namen, ne? Toll, die Nägel hätte ich mir gar nicht kaufen müssen. Aber wahrscheinlich kann ich hier... Ah, hier kann ich Söldner erneuern. Das ist praktisch. Und hier kann ich mir bitte ein Schild kaufen. Großartig. Das ist alles voll teuer hier. Dann kaufe ich mir mal nicht noch mehr. Aber dann können wir jetzt erstmal die Schlangen wegmobben. Was ist denn hier los? Ein Junge, der eine Kuh grast, braucht frisches Heu für ein Heubett. Eine Frau namens Alba macht sich Sorgen um ihren Mann. Vor einiger Zeit ging er zu der verbotenen Küste, um nach seltenen Muscheln zu suchen. Und er ist immer noch nicht zurückgekehrt. Oh Gott, das hört nie auf mit den Quests hier, ne? Niemals. Im Viertel der Armen radeln viele Arbeiter herum, die eine Arbeit suchen. Okay, ich brauche aber gerade keine Arbeiter. Eine ältere Frau am Stadttor bettelt und ist traurig. Okay, nimm diesen Kram. Danke, Junge. Ich werde für dich beten. Ja, was hier los ist? Das ist schrecklich. Ich kann es nicht mehr aushalten. Auf einer Bank vor dem Haus sitzt eine verzweifelte Frau, die über gruselige Geräusche aus dem Leuchtturm klagt. Unheimliches Heulen. Ich höre es jede Nacht. Der alte Leuchtturm spukt. Jemand sollte etwas tun. Wie zum Beispiel diesen Scheiß reparieren. Oh Gott. Hilfe, so viele Aufgaben. Nein, tut mir leid, ich muss jetzt erstmal Prioritäten setzen. Und zwar muss ich bei der nächstbesten Gelegenheit erstmal pennen. Für 20 Gold, wie lange kann ich denn hier pennen? Also wie viel Kraftpunkte kriege ich denn dafür? 20, okay, das ist natürlich ganz nett. Ich würde aber eigentlich ganz gerne nochmal hier zur Farm zurück. So, wie sieht das hier aus? Da kann ich nämlich mal eben Heu kaufen. 2 brauchte der, ne? Haben wir die auch schon mal. Wie viel Gold haben wir? 48, das ist nicht so richtig viel. Ich kann aber auch noch... Ah, ich kann Pilze verkaufen. Gut. Dann können wir hier auch nochmal pennen. Gott, Schlangen, Zombies, verschwundene Leute. Was hier los ist. So, dann gehen wir mal runter in die Schlangengrube und können jetzt nämlich die Schlange wegmobben. Bäm. Ins Gesicht. Wie, und das ist jetzt alles? Das hat gar nichts gebracht. Das hat echt gar nichts gebracht. Holy smokes. Ganz toll. Na meinetwegen, was willst du denn? Was willst du? Lass mich in Ruhe. Earl ist offensichtlich sehr sauer. Seine Wut lässt er an jedem aus, den er trifft. So macht der Arme sich kaputt. Ich sollte mit ihm über Felicia reden. Was? Du kennst diese Lügnerin? Ich will sie nicht mehr sehen und auch nichts über sie hören. Earl ist sehr sturköpfig. Aus seiner Liebe ist jetzt Hass geworden. Er will, dass Felicia ihm seinen Ring zurückgibt. Das ist mein Ring. Hier, kannst du haben. Okay. Dann gehen wir mal hier rein und hauen mal Schlangen. Solange bis irgendwas von unserem Equipment kaputt geht. Was wahrscheinlich nicht allzu lange dauern wird. Riesige Spinne. Und warum komme ich hier nicht rein? Ich habe doch einen Dietrich, kann ich damit die Tür schließen? Okay, wir brauchen 2 Söldner, so ein Speer und 2 Fackeln und Heiltränke. Oh Gott, das ist alles voll teuer.
kann mir nicht mal die zwei Söldner leisten. Hä? Die einen Bären kann ich sammeln, die anderen aber nicht. Welchen Sinn macht denn das? Okay, strange. Anyways. Ich nehme nochmal dieses Fass mit. Oh, es war ein Fass. Fantastisch. Das hat sich ja so richtig gelohnt. Und dann gucken wir... Oh Gott, es geht mir ehrlich gesagt alles gerade so ein bisschen zu schnell, ne? Hier ist einfach zu viel auf einmal los. Das überfordert mich gerade so ein bisschen. Aber wir können hier mal den ganzen Shit einsammeln und angeln. Und dann kriegen wir Kohle und dann können wir die Riesenspinne platt machen. Das ist so ein bisschen der Plan. Ein junger Abenteurer verlor seinen Säbel, als er die nahegelegene Ruine untersuchte. Ohne die Säbel hatte er nicht gewagt, wieder dorthin zu gehen. Ja, dann gebe ich ihm doch meinen. Der Abenteurer hat mich schließlich überzeugt, dass es viel sicherer ist, zusammenzuwandern. Okay. Warum muss ich dann den ganzen Scheiß hier eigentlich selber aufheben, wenn ich jetzt meine Lakaien habe? Kann die da auch mal was machen? Finde 25 verlorene Kisten und Fässer. Okay. Meinetwegen auch das. Oh nein, meine Angel ist gebrochen. Ja, war auch irgendwie nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Aber gut, dann sammeln wir noch ein paar Pilze. Loch in der Erde. Hm, mal wieder. Na, ich denke mal oben rechts ist die Karte. Aber sie ist oben links. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Nämlich eine Angel kaufen. Außerdem will ich Fisch und Krabben verkaufen. So, und wir kommen hierher, ne? Brauchten wir hierfür Seil? Ach, fuck, das Seil hätte ich dann natürlich auch gleich kaufen können. Außerdem brauche ich meinen Säbel wieder. Wo kriege ich den denn jetzt her? Hier. Gut, dass der gar nicht übertrieben teuer ist. So, dann gehen wir doch mal in das Loch in der Erde. Und hauen mal diese Schlange kaputt. Weil wir es können. Ob ich irgendwo diese Schlangenzähne verkaufen kann? So, Überraschung, eine Schlange. Und Pilze. Und eine Schatztruhe. Und... Tief unter den Trümmern glitzert etwas. Da brauchen wir jetzt ernsthaft eine Spitzhacke für? Okay. Liegt hier noch irgendwas, was ich einsammeln kann? Okay. Jetzt kann ich gegen den Wolf kämpfen. Da können wir bestimmt hier in die Höhle rein oder so. War ja klar. Ach, guck mal. Hallo? Ist da jemand? Bitte helfen Sie mir! Ein Pfad, der tiefer in die Höhle führt, ist vollgestopft mit Steinen. Durch ein kleines Loch sah ich dort einen gefangenen Jungen. Ich bin hier gefangen! Ich kann nicht heraus! Bitte rette mich! Der arme Junge wurde in einer Höhle gefangen. Ich sehe, dass ein Licht von oben kommt. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Das müsste ja dann von hier oder so sein. Keine Ahnung. Ah, da brauche ich natürlich Seil. Was auch sonst. Ist doch nicht wahr, ey. Und wenigstens kann ich hier jetzt pennen.
Oh, was geht denn hier ab? Vielen Dank für meine Rettung. Bitte bring mich zu meinem Vater, Humbert. Der Junge ist ziemlich erschöpft. Ich will ihn zu seinem Vater bringen. Will do. Ich brachte den verlorenen Sohn zu seinem Vater. Vergib mir, Vater. Nächstes Mal werde ich vorsichtiger sein. Ich verspreche es. Humbert der Jäger dankte mir für die Rettung seines Sohnes und im Gegenzug hat er mir beigebracht, wie man nach Vogeleiern sucht. Sie können vor allem in Bäumen gefunden werden, aber auch auf Klippen. Holy shit, jetzt kann ich einfach alle 38 Spots auf der Karte nochmal nach Vogeleiern absuchen. Ja, wenigstens ist das noch eine ganz gute Methode, an Geld zu kommen, wie ich die Eier dann verkaufen kann. Ist da noch was? Nee. Okay. Okay, dann gehen wir hier aber nochmal runter. Und machen hier mal Licht. Wie gut, dass ich vorhin Fackeln gekauft habe. Dann bashen wir nochmal ein paar Schlangen weg. Nehmen diese Pilze mit. Nehmen diese Schatzkiste mit. Nehmen diese Kiste mit. Nehmen diese Kiste mit. Und hier hinten in dem ganzen Haufen ist leider nichts Brauchbares. Okay. Irgendwas vergessen? Sieht nicht so aus. Gut, 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 gut. Dann, wie sieht's denn hier aus? Gott, das ist alles sauteuer. Ich muss einfach nochmal ganz kurz mir in die Anfangsgebiete zurück, die Händler da ein bisschen abklappern. Ja, ich bestimmt auch irgendwo diese räudigen Muscheln verkaufen kann, zum Beispiel. Oh, mein Freund, ich will nicht mehr wie ein armes Schwein sitzen. Was? Kapitän Damien braucht anständige Kleider. Ah, die habe ich, okay. Damien hat die Bekleidung angezogen, die ich ihm mitgebracht habe. Gleich ist aus ihm ein neuer Mensch geworden. Zumal er keine Familie und auch kein Zuhause hat, hat er sich entschlossen, mit mir zu wandern. Okay, das war praktisch. Dann sammeln wir doch gleich noch ein paar Eier. Wenn wir schon mal hier sind. Ach, die Eier könnte ich hier, glaube ich, verkaufen, ne? Jawohl, jawohl. Naja, gibt immerhin 90 Gold insgesamt. Ist jetzt nicht die Welt, aber besser als nichts. Gott, das wird jetzt schon so ein bisschen die große Eiersuche gerade. Eigentlich könnte ich auch mal dem Kind mit den Kühen helfen, ne? War der nicht hier? Tatsächlich. Der Junge dankte mir und im Gegenzug gab er mir einige bittere Kräuter, die er auf einer nahegelegenen Wiese fand. Hier, diese Kräuter brauche ich nicht mehr. Sie schmecken total scheiße. Kannst du haben. Vielen Dank auch. So, was brauchten wir hier? Ein Bretter. Was auch sonst. Ich habe immer noch niemanden, der mir Bretter verkauft, ne? Das ist schrecklich. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ach so. Ja, 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 das wissen wir doch. Wo ist denn eigentlich die Trulla? Wo ist denn die Trulla? Hier ist die, ne? Aber ich habe den Ring nicht. Ich habe ihn bei der Arbeit verloren. Das hat noch gefehlt. Felicia hat Earls Ring verloren. Und wenn Earl das mitbekommt, ist alles total am Arsch. Und warum ist das überhaupt mein Problem? Herr, bitte hilf mir. Finde den Ring und gib ihn Earl zurück. Es wird nicht einfach, den Ring zu finden. Felicia weiß nicht, wo genau sie ihn verloren hat. Als sie das letzte Mal anhatte, hat sie den Weg vor der Kirche geputzt.